Und damit einen wunderschönen und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Evil Within. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ja, es geht weiter. Wir lagen mal wieder auf irgendeiner Pritsche und wurden anscheinend operiert. Ich habe keine Ahnung. So, wir gucken mal eben gerade. Was ist das denn hier? Kirchenboden bricht ein. Kirchenboden bricht ein. Keine verletzten. Augenzeuge spricht von Wunder. Größter Kirchenskandal aller Zeiten. Na, ich glaube, da gibt es noch ein paar größere Skandale. Der Fußboden in der Kirche von Cedar Hill brach während der Renovierungsarbeiten ein. Laut einem Gemeindemitglied grenzt es an ein Wunder, dass niemand verletzt wurde. Fotos. Eine Kirche. Ah. Okay. Och nö. Was war das? Nicht wieder diese Unsichtbaren, bitte. Alter, was geht denn jetzt ab? Wo bin ich hier? Wie viele Punkte habe ich überhaupt? 13.900. Können wir uns jetzt eigentlich verbessern? Oder sind wir jetzt an einem komplett anderen Ort? Hä? Wo ist der Stuhl? Ach da. Mal gucken, ob das geht. Ja, tatsächlich. Wir können uns aufbessern, aufwerten. Ich habe jetzt gerade, wo ich mit euch hier spiele... Ich habe übrigens jetzt eine Mod installiert. Wenn ich jetzt hier auf... Position 1 drücke, kann ich hier 1000 Millionen Sachen anklicken. Und ich merke gerade, das Blooming ist vielleicht ein bisschen krass. Das mache ich mal eben aus. Das soll wohl die Farbgebung so ein bisschen ändern. Bin ich ja mal gespannt, ob das bemerkbar ist, früher oder später. Dass man irgendwie einen farblichen Unterschied sieht. Ich habe keine Ahnung, da sind von Grund auf schon mal so ein paar Dinge angeklickt gewesen. Ich habe da jetzt nicht groß rumgestellt. Deswegen schauen wir uns das später mal an, ob da wirklich viel Unterschied ist oder nicht. Also das bezieht sich wirklich nur auf die Farben, nichts anderes. So, dann gucken wir mal eben gerade Lebensanzeige. Ja, wäre nicht schlecht, aber ich brauche auf jeden Fall mehr Power. Gerade hier im kritischen Bereich. Genauigkeit habe ich jetzt zum Glück noch nicht so festgestellt, dass ich so oft daneben geschossen habe wie früher auf der PlayStation. Nachladegeschwindigkeit auf jeden Fall. Magazin, ja, ich glaube, da gehe ich lieber auf die Reserven, aber die kosten mittlerweile auch schon wieder 5000, ey, boah. Das ist ekelhaft. Granaten, Waffen, Fitness. Sprintdauer 6000, 3000. Boah, nee, komm, dann klatsche ich jetzt alles, was ich habe, hier irgendwie in den Revolver noch rein. Nachladegeschwindigkeit. Ja komm, dann gehe ich mal auf Nachladegeschwindigkeit. Passt schon. So, und dann sind wir unsere Punkte sowieso los. Und jetzt versuchen wir mal rauszufinden, wo genau ich denn jetzt überhaupt bin. Was hier überhaupt passiert. Wie viele Spritzen haben wir? 1 von 3. Das ist nicht so geil. So, sie steht wieder vorm Spiegel. Boah, ich sehe auch überhaupt nichts, ehrlich. Was ist das hier für ein Raum? Komme ich gar nicht rein? Oh, der Tresorkopf. Ich weiß gar nicht, ob der einen offiziellen Namen hat. Aber ich finde, das ist schon so ein bisschen wie in Silent Hill 2, nur dass er ein bisschen anders aussieht. Leslie? Sebastian? 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 So, jetzt befinden wir uns quasi genau da, wo wir auch uns die Fotos angeschaut haben. Doch bevor ich jetzt weiterspiele, möchte ich gerne mal was ausprobieren. Okay, das ist Sharp. Ja, das sieht schon besser aus. Das leuchtet ein bisschen mehr. Okay, das ist mehr Farbe tatsächlich. HDR? Ja, doch, das ist schon... Man könnte hier jetzt noch ein paar andere Dinge anklicken. Ich bin mir jetzt aber nicht genau sicher, was das... Alter. Obwohl, das sieht schon ganz geil aus, ne? Aber das ist ein bisschen übertrieben. Blooming HDR. Das sieht schon ein bisschen geiler aus, ne? Ein bisschen farbenfroher, um ehrlich zu sein. Da passiert gar nichts. Border, ja, okay. Irgendwelche komischen... Okay, da passiert gar nichts. Cartoon. Ja, okay, man sieht schon den Unterschied. Ja, das sind dann halt so... Okay. Chromatik, Color Matrix. Nee, es sieht scheiße aus. Ja, hier kann man super viel einstellen, um ehrlich zu sein. Aber ich will jetzt hier auch nicht mega viel verändern. Aber das finde ich schon mal ganz cool hier mit der Farbe, dass man hier ein bisschen mehr Farbe reinknallen kann. So, und was mir gerade auffällt, ist, dass die Lampe, die wir hier haben, tierisch krank leuchtet. So, noch ein Bolzen, das ist schön. Die ist sehr auffällig, ne? Ich mach die Lampe mal aus. Das blendet mich. Und die Symbole oben links glühen auch so ein bisschen, ne? Jetzt gucke ich mal, wie sich das auswirkt, wenn wir hier hochlaufen. Ob ich dann überhaupt noch was sehe. Aber doch, ja. Sieht schick aus. Ah, ich finde... Ich bin gerade ein bisschen unzufrieden. Das ist schon sehr am... Glitz. Aber die Farbe ist ja mal komplett anders, ne? Guck mal, da oben ist es ein bisschen bleicher. Ich weiß nicht, was euch besser gefällt, um ehrlich zu sein. Ja, ja, ich weiß nicht. Das hier aber nur so ein bisschen weniger wäre schön. Blooming HDR. Aber das kannst du mir noch nicht erzählen, dass das HDR sein soll. Wenn das so am Leuchten ist. Das tut ja in den Augen weh. Ich meine, die Farbe an sich wird schöner, aber es leuchtet auch alles viel, viel kranker. Das ist nicht so geil. Was ist das hier eigentlich? Okay, passiert irgendwie gar nichts. Oder? Ja, doch so ein bisschen hier im Gras sehe ich das, wenn ich da drauf klicke. Ja, ich lasse das mal an, keine Ahnung. So, wir machen das jetzt weg und kümmern uns ums Spiel. Kapitel 6, wir verlieren uns. Ist auf jeden Fall eine coole Mod. Für so ein Spiel hätte ich gar nicht gedacht, dass es sowas gibt. Es gibt auch noch eins, das ersetzt wohl die ganzen Sprites in, wie hieß das denn? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall andere Texturen und sowas. Aber ich finde, das sieht schon relativ schick aus. Im Gegensatz zum Original. Das ist ja mehr oder weniger ziemlich blass. Hier hat man ein bisschen mehr Farbe. Und so, das sieht schon schön aus. Ne? Und laufen tut's auch. Eben hatte ich zwar einmal ein Problem mit dem Start vom Spiel, aber dann habe ich es nochmal probiert zu starten, dann ging es sofort. Und es tut mir auch leid, wenn ich euch jetzt damit die ganze Zeit vollgequatscht habe, aber muss ja auch mal sein, ne? So, hier oben ist eine Kiste, da schieße ich jetzt einfach mal ganz frech drauf. Und guck mal hier. Verbrenne ich mal. Dahinter ist nämlich eine schöne Statue. So, verschwinde mal eben. Tada! Und ein wunderschöner Schlüssel. Mal wieder können wir dann Schließfächer öffnen. So, jetzt gehen wir aber weiter. Da wird geschossen. Oh je, ich glaube, ich kann mich an diese Mission erinnern. Die ist gar nicht so easy. Alles okay bei dir? In meinem Kopf war dieses Brummen. Es fühlte sich an, als würde er aufplatzen. Aber irgendwie scheine ich mich daran zu gewöhnen. Hast du Kidman gesehen? Nein. Ich bin einfach hier aufgewacht. Es war eine Art Blackout. Oder wieder so ein Anfall. Da rein. Auf geht's. Wieder eine? Auf mit dem Scheißding! Ich bin dran. Das braucht ein bisschen Zeit. Verdammt. Ja, ja, jetzt auf einmal braucht es Zeit, ne? Aua, du Arschloch! Was soll das denn bitte? Ach, hör mal. Ach komm. Bist du okay? Ja, genau, hau die mal weg. So, du brennst jetzt erstmal. Joseph macht das schon. So, bist jetzt zufrieden? Ey, warum kickst du denn die Tonne weg, du Arschloch? Komm mal her hier. Warum bin ich denn jetzt? Warum bin ich tot? So sieht's aus. Ach, jetzt hast du's schon. Boah, das habe ich aber viel, viel schlimmer in Erinnerung. Komm, wir hauen ab. Scheißegal. So, alles hinter mir fängt an zu brennen. Und da kamen auch schon wieder irgendwelche Hölzer vom Dach. Keine Ahnung woher. Aber egal, es hat uns den Arsch gerettet. So, Kältebolzen, das ist cool. Und ihr müsst euch das Level jetzt komplett so vorstellen. Also wir werden ständig belagert von irgendwelchen Monstern. So, jetzt muss ich mal gerade eben gucken. Wir müssen uns heilen. Das ist, das wird sonst ekelhaft hier. Man muss auch treffen, Sebastian! Ich übernehme die Falle. Halten Sie. Boah, immer im falschen Moment. Renne. Das sind doppelt so viele von denen. Wenn du Zeit zum Beschweren hast. Ach, so sieht's aus. Jetzt darf ich noch nicht mal mehr rumheulen. Ja, danke schön. Hat er mir einen Arschtritt gegeben und ich bin gestorben, Alter. Oh. Wenn du noch Zeit zum Beschweren hast. Wer heult denn hier die ganze Zeit? Ja, genau! Alter, alles von vorn, oder was? Wenn du Zeit zum Beschweren hast. Sebastian, los jetzt. Los jetzt, Sebastian. Lauf! Lass uns kurz ausruhen. In dem Tempo halten wir das nicht durch. Ich denke, wir sollten so schnell wie möglich von hier verschwinden. Was ist mit dem Turm da? Von dort hätten wir eine gute Sicht. Alles ist besser, als hier zu bleiben. Ja, gerade wenn man so kurz vorm Verrecken ist wie ich. Junge, Junge, Junge. Wir haben... Okay, wir haben 2 Spritzen. Und ich nehme auch beide direkt, ist mir egal. So, wenigstens mal wieder ein bisschen Energie. Und jetzt bekommen wir das Sniper Rifle. Da kann ich mich noch gut dran erinnern. Das werden wir hier auch brauchen, tatsächlich. So, jetzt müssen wir mal eben gucken, dass wir das irgendwo hinpacken. Ich glaube, das packe ich mir mal nach links. Einen Spiegel brauche ich jetzt nicht. Vorsichtig, das könnte voll mit denen sein. Ja, das ist auch voll mit denen. Spoiler. Was war das jetzt für eine Begrüßung? Immer wenn ich spiele, muss ich niesen. Alter! Hä? Was? Was war das denn jetzt? Ernsthaft? Ach, das war schön. Das war doch schön. So muss das sein. Da oben war eben auch noch jemand, aber ich glaube, der ist hier jetzt... Komm. Normalerweise killt man die Gegner immer sofort mit einer Axt. Wie kann man da nicht treffen, Mann? Er sitzt da einfach und wartet. So, jetzt stirb endlich. So, was ist das für ein Hebel hier? Okay. Ach, Joseph, was machst du denn da? Das war knapp. Geh in Deckung, sie schießen von oben. Hat er mich jetzt gesehen? Jetzt hau den doch kaputt, Alter! Wir müssen sie alle ausschalten, bevor wir reinkommen. Ja, dann mach du das mal, weil ich gehe jetzt hier erstmal runter. Ach, die schießen ja aus diesen komischen Kästen da hinten, ne? Irgendwie war da was. Wo ist denn jetzt hier die... Da. Okay, so öffnen die sich nicht. Joseph, du machst das schon. So, einer ist weg. Ohne aufgespießt zu werden. Wir haben keine Chance, ohne die übrigen Geschütze auszuschalten. Ach so, er lässt mal eben noch 20 Stück los. Alles klar. Ja, toll. Joseph! Wo ist er immer, wenn ich ihn brauche? Ach, da. Zwei Kisten, ich werde bekloppt. Guck mal, wie er sie alle mit einem Schlag killt. Joseph! Hau ihn kaputt! Ach, wie schön man sich da echt die Munition sparen kann, ne? Das ist echt toll. Grünes Gel für die Haare. So, hier kommt man doch auch irgendwie drauf. Das ist so ein richtig dicker Pott. Grünes Gel möchte ich noch haben. Scheiß Porzellanmaske. Munition alle? Nicht wirklich alle, aber... Ich muss nachladen. Doch, die ist alle. So, Joseph eben heilen. Joseph! Joseph, tu was! So, her damit. Und hier kommt er jetzt... Doch, er kommt hier hoch. Das ist ja unglaublich. Oh, jetzt habe ich ein Streichholz verschwendet wegen dir. Oh. So, das reicht schon, wenn man einmal trifft. Es ist egal, wo wir treffen. 2 Schuss, obwohl ich habe 4 Schuss noch, ne? Joseph! Nein! Oh, habe ich verkackt. Und ich habe nichts mehr zum... Doch, ich habe noch was zum Heilen. Komplett volle Energie. Alter, was geht denn jetzt ab? Drogen! Ist ja gut, Alter. Dass so ein Erste-Hilfe-Kasten so reinballert, ey. Ganz normale Medizin, aber das grüne Zeug verträgt er, ohne irgendwie Nachwirkungen zu haben. So, das war ein schöner Headshot. Oh. Alter, Akupunktur! Was geht denn hier ab? Wenn ich so ein Ding in der Schulter stecken hätte, würde ich gar nichts mehr machen. Joseph! Tu was! Hallo! Du brauchst Erste Hilfe, ich brauch Axt. Jetzt hau ihn kaputt! Los! Wie viele Schläge brauchst du denn? Joseph, was tust du? Warum haust du die Wand? Ach, Joseph, Mensch. So, geht doch. Meine Güte. So, jetzt muss ich den da oben noch wegschießen. So, jetzt haben wir alle. Joseph? Ah, toll. Wo ist der denn jetzt? Ah ja, wo ist Joseph? Wolltest du mich gerade irgendwie leicht verarschen? Nein! Ich habe ja gar keine Munition. LOL? So, jetzt reicht's mir. Du kriegst jetzt Explosivbolzen. In dein Gesicht! Oh mein Gott! Oh. Oh. Ich glaube, ich hab's. Oh. Scheiß die Wand voll, ey. Vorsichtig. Das könnte voll mit denen sein. Ja, sagte er und hat sich irgendwo versteckt, währenddessen ich von dem Kettensägenmann angegriffen worden bin. Das ist auch so ein Pimmelkopf, ey. So, wir gucken nochmal eben, ob ich hier irgendwie was liegen gelassen habe. Oh. Der Aufzug steckt oben fest. Suchen wir einen anderen Weg nach oben. Okay, Joseph, okay. Ja, kein Wunder. Das also hat ihn blockiert. Ja, nee. Was hätte ich jetzt gemacht? Hätte ich keine Streichhölzer? Okay, jetzt scheint er wieder zu funktionieren. Wir gehen aber jetzt erstmal ganz kurz zurück und schauen mal. Hier ist nämlich noch ein wunderschönes Tagebuch von Sebastian Castellanos vom 17. Mai 2006. Vor 8 Monaten haben Myra und ich geheiratet. Und du, meine kleine Lilly oder Laila, bist das Ergebnis unserer Liebe. Ich kann es kaum erwarten, dich in 2 Monaten zum ersten Mal zu sehen. Aber ich habe auch Angst. Ich habe in meinem Job so viele Gefahren gemeistert, aber zu wissen, dass ich schon bald Vater werde, macht mir Angst, macht mir mehr Angst als alles andere. So, ich verspreche dir, dass ich dich mit allen Fasern meines Körpers lieben und beschützen werde, solange ich auf dieser Welt bin. Ich werde den neuen Abschnitt meines Lebens genauso beginnen wie alles Wichtige, was ich tue. Mit ganzem Herzen und der festen Absicht, mein Bestes zu geben. Du sollst wissen, dass deine Mutter und ich dich bereits jetzt über alles lieben und uns unheimlich darauf freuen, dich auf dieser manchmal rauen Welt zu begrüßen. Ja. Zack. Hier kann ich sonst nichts mehr tun. Okay, dann gehen wir jetzt erstmal zurück hier in die Spiegelwelt. Weil man kann hier und da auch ein paar Dinge verpassen, wenn man hier nicht immer hingeht. Aber wir haben 11.000 Punkte, das heißt, wir können ruhig noch uns verbessern und so. Und wir haben ja irgendwo... Wo war das denn mit diesen Schließfächern nochmal? Das war hier. Ja, das kann ich gut gebrauchen. So, das ist so. Dann machen wir das mal auf. Ein bisschen grünes Gel. Und... noch mehr Flintmunition, obwohl wir schon so viel haben. So, alles mal eben nachladen. Davon haben wir nichts mehr. Gut. So, jetzt können wir uns eben noch kurz aufleveln. Warte mal, wo war das jetzt? Boah, das ist so verwirrend hier in dieser Bude. Vor allem, wenn die Kamera so nah ist an Sebastian, sieht man kaum was. Vielleicht gibt es auch noch ein Field of View. Das wäre geil. Muss ich gleich mal gucken in der Mod, ob man da irgendwie so ein bisschen weiter vom Charakter weg kann. Und 16.100 Punkte, die geben wir jetzt gerade eben schnell mal aus. 5.000, 6.000, 3.000, 9.000 Spritzenwirkung. Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht, wenn wir das mal machen. So, Nahkampfschaden ist erstmal unwichtig. Sprintdauer wäre auch von Vorteil, wenn wir anstatt 4 Sekunden 6 Sekunden rennen können. Was auch gar nicht so viel ist. Schadens... ja, das wäre auch geil. Aber ich glaube, die Sprintdauer ist jetzt erstmal wichtiger für das, was noch kommt. Von daher, ich verabschiede mich erstmal für diese Folge und in der nächsten Folge geht es dann weiter hier in der Kirche, wo auch der Boden eingestürzt ist. Ihr habt ja den Artikel gelesen, genau da sind wir jetzt auch und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Lasst es mich gerne wissen, ob es euch gefallen hat, schreibt in die Kommentare, seid beim nächsten Mal wieder mit dabei und lasst meinen Bart etwas eviliger werden. Von daher macht's gut, Peace, bis dann und haut da rein.